Hallo, meine Lieben. Heute mal was Ernstes. Am 26. April morgens um 9 Uhr starb meine liebe Mutter. Sie hatte sich immer gewünscht, kein Pflegefall zu werden. Das wurde ihr leider nicht erfüllt. Sie hatte die letzten Monate eine Pflegerin. Sie hatte sich immer gewünscht, dass man ihr beim Sterben hilft. Auch das wurde ihr verwehrt. Sie ist ja durch Sterbefasten gestorben. Sie war eine große Vorreiterin für Sterbehilfe. Sie hat ihr Leben beendet durch eine eiserne Willenskraft, so wie sie ihr ganzes Leben lang war. Ich konnte leider nicht bei ihr sein, weil ich war an dem Tag im Krankenhaus und hatte mich einer schweren OP unterzogen. Das war ziemlich schlimm für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und ihr zu Ehren lese ich jetzt was vor aus ihrem Buch, Ich hatte Esel im Galopp verloren. Das hat sie zusammen mit meiner Cousine Marthe von Habe geschrieben. Und da sind vielleicht zwei Sachen zum Nachdenken, gerade in der heutigen Zeit. Das erste Kapitel heißt Hungerjahre. Mein Vater stürzte nach dem Krieg und all dem Elend, das er erlebt hatte, in eine existenzielle Krise. Er war kein Kämpfer, sondern ein nachdenklicher, in sich gekehrter Mann und Künstler. In seinem Wehrpass stand die Bemerkung zu zivil. Darauf war er stolz. Er hatte nie ein Gewehr in die Hand genommen. Doch am Ende des Krieges musste er Leichen auf seinem LKW transportieren und sie in einer Kirche aufeinander stapeln. Er glaubte nie mehr als Schauspieler auftreten und den Leuten etwas vorgaukeln zu können. Außerdem hatte er 5 Jahre auf keiner Bühne mehr gestanden und ein kulturelles Leben fand in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht statt. Woran sollte mein Vater nun in Marburg anknüpfen? Zurück nach Koblenz konnten wir nicht ohne weiteres. Das gehörte jetzt zur französischen Zone, während wir in der amerikanischen Besatzungszone lebten. Zudem waren wir ausgebombt. Wer wusste schon, wie es um unser ehemaliges Zuhause bestellt war? Wir besaßen nichts. Absolut nichts. Zu viert hockten wir in einem winzigen Zimmer. Ich hatte das Ehebett geräumt, das ich mir bis dahin mit meiner Mutter geteilt hatte, und schlief auf dem Boden. Mein Bruder in einem viel zu kleinen Kinderbett. Schließlich fing mein Vater in seiner Not an, einen Rezitationsabend zu erarbeiten. Ein Soloprogramm mit Klassikertexten und dem ein oder anderen Rollenmonolog. Doch außer seiner abgenutzten Marineuniform besaß er keine Kleidung, in der er hätte auftreten können. Im Nebenhaus war das Wirtschaftsamt untergebracht. Dort wurde also ein Antrag auf einen Anzug gestellt und abgelehnt. Als die Zeit verging und kein Bescheid kam, verfielen meine Eltern in totale Resignation. Ich konnte das nicht länger mit ansehen. In mir stieg eine rasende Wut hoch. Das Ganze war so ungerecht. Voll Zorn rannte ich ins Wirtschaftsamt hinüber, wo sich bereits eine lange Warteschlange gebildet hatte. Ich ignorierte alle Hindernisse, erreichte einen Flur mit Türen rechts und links und schrie: »Wo ist der Leiter des Wirtschaftsamtes?« Verschreckt zeigte jemand auf eine Tür und ich stürmte hinein. Hinter einem Schreibtisch erhob sich ein irritierter Mann. Aufgeregt und wütend spie ich unsere ganze Not vor ihm aus. Es ging um die Existenz unserer Familie. Wie könne man meinem Vater den Anzug nicht bewilligen, den er brauchte, um uns am Leben zu erhalten? Zwischen den einzelnen Sätzen schluchzte ich immer wieder herzzerreißend. Nach dieser reifen schauspielerischen Leistung konnte ich meinen Eltern den Bezugsschein für einen Anzug präsentieren. Und so gab mein Vater nur einige Tage später gleich um die Ecke, keine 3 Minuten zu Fuß von uns entfernt, in 2 schönen großen Räumen, in denen sonst 2 zierliche alte Schwestern Benimm- und Tanzunterricht erteilten, seinen ersten Rezitationsabend. Statt Eintrittsgeld zu verlangen, stellten wir eine Schüssel auf, in die jeder so viel Geld legte, wie ihm die Aufführung wert war. Ich fand diese Regelung entwürdigend, aber wir brauchten den Obolus dringend. Es gab zwar nicht viel zu kaufen, aber selbst das Wenige, was wir auf die Lebensmittelkarte bekamen, kostete Geld. Die Versorgungssituation war dramatisch. Die Menschen hungerten erbärmlich. Mein Vater sah aus wie ein wandelndes Skelett. Der Arzt hätte ihm gerne eine zusätzliche Lebensmittelkarte verschrieben, aber trotz seiner Dürre hatte er nicht das dafür erforderliche Untergewicht. Ich hatte inzwischen entdeckt, dass man aus Brennnesseln eine Art Spinat kochen konnte. Bald wuchsen auf den Lahnwiesen daher Kilometer rauf und runter kaum noch Brennnesseln. Auf meinen Erntetouren sah ich, dass auf den Wiesen hinter dem Schloss Pferde weideten, an denen überall Fläschchen und Schläuche hingen.
Ihre Körper wurden für die Beringwerke ein Stoff entzogen, der für ein Serum gegen Wundstarrkrampf benötigt wurde. Wenn die Tiere dann ausgebeutet waren, wurden sie geschlachtet. Vor den Metzgereien bildeten sich regelmäßig Schlangen, konnte man an diesen Tagen doch die vierfache Menge an Pferdefleisch auf die Lebensmittelkarte bekommen. Zusätzlich wanderten meine Mutter und ich einmal in der Woche 16 Kilometer weit zu einer Mühle, wo der mitleidige Müller die Körnerreste aus den Ecken zusammenfegte und uns ungefähr 1 Kilo Körner in einen Beutel kippte. Diese Körner wurden zu Hause handverlesen, denn in manchen steckten kleine schwarze Käfer. Dann wurden sie gewaschen und von Staub befreit, getrocknet und schließlich durch eine Kaffeemühle gedreht. Abends wurde eine Handvoll davon in Wasser eingeweicht und mit etwas Salz am Morgen gekocht. Dieser Brei hat uns über die Hungerzeit gerettet. Erst im Jahr 1947, in dem mein Bruder Holger geboren wurde, gab es dann zusätzlich einen Schuss Milch in den Brei. Das war köstlich. Außerdem wurden Bucheckern und Nüsse gesammelt. Meine von Großvater erworbenen Pilzkenntnisse leisteten mir jetzt gute Dienste. Das Pilzesammeln habe ich mir bis heute erhalten und kenne ungefähr 70 verschiedene Arten, von denen ich ca. 20 koche, trockne und einfriere. Meine Familie und Freunde rühmen meine Pilzgerichte. Oh ja, ich weiß noch, sie hat aus allem irgendetwas gemacht. Diese Generation war wirklich hart im Nehmen, das muss ich sagen. Deswegen ist in der heutigen Zeit all dieses Gejammere, ja, ich muss es leider mal sagen, auch wenn wirklich viele Existenzen auf dem Spiel stehen, aber was diese Generation erlebt hat und erleben musste, steht in keinem Vergleich zu heute. Und ich weiß noch, sie hat alle Lebensmittel eben, die, wenn es in den Jahresablauf passt, also zum Beispiel, ich erinnere mich an ihre Kürbissuppe. Es gab dann 8 Wochen lang, wenn es Kürbisse gab, Kürbissuppe. Wahnsinn. Pilze gab es dann, wenn es Pilzsaison war, jeden Tag. Sie war eine hervorragende Köchin, das muss ich sagen, und ich habe viel von ihr gelernt. Sie hat mir auch die Lebenssicht gezeigt. Nie aufzugeben, immer weiterzumachen und in allem Schlechten sitzt immer noch ein Körnchen Gutes. Und sie hat auch immer gesagt, Katharina, ich lasse mir durch andere Leute meinen Charakter nicht verderben. Das bedeutet, wenn es 10 Leute gab und sie hat 10 Leuten geholfen und 9 haben es ihr nicht, ja, nicht gutiert, sozusagen. Und der eine war dabei. Da hat sie gesagt, für den einen einzigen hat es sich gelohnt. Und die anderen 9, das darfst du gar nicht erst an dich ranlassen. Und genauso sehe ich das auch. Sie war eine wunderbare, sehr, sehr starke Frau. Ich habe viel von ihr gelernt und ich bin sehr stolz, dass ich ihre Tochter sein durfte. Und sie mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Das habe ich ihr zu verdanken, ganz klar. Sie hatte auch einen wunderbaren Humor. Wir haben sehr viel gelacht. Mein Vater hatte auch einen göttlichen Humor. Und man soll sich einfach nicht so ernst nehmen. Natürlich hatten wir auch unsere Auseinandersetzungen. Das ist in einem Mutter-Tochter-Gespann normal. Aber wir haben uns immer wieder versöhnt. Und weil wir Respekt voreinander hatten. Und ich glaube, dass Respekt haben das Wichtigste ist. Gepaart mit Humor, aber ich respektiere jemanden in allererster Linie. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das ist ihr Buch, Dich hat der Esel im Galopp verloren. Wen es interessiert, macht es gut. Tschüss. Ich werde jetzt mal 2 Tage nichts posten, weil wie gesagt, diese Zeit möchte ich alleine mit meiner Familie verbringen. In Gedenken an sie.